Boys and Girls angerichtet. Ich habe gestern Abend einfach verschlafen, deswegen habe ich leider Gottes nicht gestreamt. Aber ich habe die Jungs gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, ob der ein oder andere vielleicht dann doch noch sein Pack übrig hat. Ich weiß nicht, wie viele wir bekommen, und zwar Festival of Football, garantiert. Ihr braucht eine 87er Rating, wenn mich nicht gerade täuscht. Ich kann mal ganz kurz nachgucken, damit ihr da auch Bescheid wisst. Ich wollte euch heute einfach noch zeigen, wie gut sind die einfach. Ja, wie gut sind die Packs einfach. Genau, 214k kostet die ganze SPC. Das bedeutet, ihr müsst abgeben in 87er Rating, 60 Chemie, Inform oder Team of the Season Spieler. Plus, nicht zu vergessen, wenn wir mal reingucken, wie sieht's denn aus? Was müssen wir denn mindestens ziehen, um hier mit Gewinn rauszugehen? Beziehungsweise, was dürfen wir nicht ziehen? Sind das folgende Spieler. Unter anderem mit Yazizi, Golovin ist am Start, Zakaria, Delik dürfte nicht ziehen, Davinson Sanchez dürfte nicht ziehen, das sind die fünf Spieler, der Rest ist alles positiv. Abfall ist angesagt. Remele ist mit am Start, Verratti und Eriksen hat das schon als Path to Glory Spieler. Ich bin sehr, sehr gespannt, wen er ziehen wird. Wir haben geklärt, wen wir ziehen dürfen, wen wir nicht ziehen dürfen, um mit Gewinn da rauszugehen. Ich wünsche auf jeden Fall jedem Einzelnen ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und das Wichtigste ist, ein ganz dickes, großes Dankeschön geht raus an diejenigen, die jetzt für uns das Pack noch ziehen werden. Wir starten rein mit dem ersten Pack und sehen unter anderem einen Schweizer. Und das kann nur Zakaria werden. Und er kriegt wahrscheinlich, so wie es aussieht, kein Upgrade mehr. Denn die Schweizer haben ja schon zwei Spiele nicht gewonnen. Sind sozusagen wahrscheinlich aus der Gruppenphase vielleicht sogar raus. Und kostet 86k. 230, 210 gibst du ungefähr aus. Leider nicht so optimal. Hast du zwar noch nicht, das ist positiv, aber es geht natürlich besser. Okay, wir machen weiter mit Pack Nummer 2. Er hat keine Coins mehr. Er hat Renan Lodi, den Level 30 Season Objective Spieler, abgegeben. Plus Luzano Team of the Season. Ne? Wir müssen hoffen, dass da was Gutes rauskommt, damit sich's auch lohnt. Let's go, mein Lieber. Wir starten rein mit folgendem zweiten Path to Glory Spieler. Let's go, come on. Bitte was Gutes, EA. Komm schon, gönn ihm. Es ist back to back Zakaria. Ja, wir haben gerade das Thema Zakaria ja schon aufgegriffen. Ja, 86k. Das ist nicht gut, Männers. Das ist noch nicht gut. Vielleicht kommt ja noch der dicke Fisch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kuss geht raus, mein Lieber. Ich bedanke mich bei dir. Kuss, Kuss, Kuss. Okay, auf geht's mit Pack Nummer 3. Abfahrt ist angesagt. Komm, kein Zakaria. Das wäre schon mal ganz, ganz wichtig. Mal eine andere Renation wäre mal ganz cool. Ich weiß nicht, ob das ein garantiertes Zakaria-Pack mittlerweile ist oder eher ein garantiertes Weg zum Ruhm-Pack, weil irgendwie kommt mir das sehr, sehr komisch rüber. Und gerade weil er ihn schon als Duplikat hat, absolut, absolut belastend, mein Lieber. Das tut mir sehr, sehr leid, weil ich weiß nicht, ob ich hätte gern einfach noch ein paar andere Spieler gerne gesehen. Let's go. Weg zum Ruhm-Upgrade Nummer 4, beziehungsweise Zakaria-Upgrade Nummer 4. Das ist die große Frage, die wir uns mittlerweile hier stellen, denn wir sehen ja mittlerweile noch nichts anderes. Einen dicken Fisch wie Vinicius, Havertz oder auch Griezmann wären halt echt, echt nice. Gucken wir uns mal an, Verratti wäre sein Wunschspieler. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja, das sind keine zu hohen Erwartungen an dieses Pack. Deswegen, ich würde ihm auf jeden Fall unfassbar sehr gönnen. Deswegen, Abfahrt ist angesagt. Gehen wir rein in das vierte. Und come on, EA, bring bitte ihm den Verratti, den er sich sehr gerne wünscht. Einfach kein Zakaria. Kein Zakaria wäre absolut big. Und es wird werden. Die Spannung steigt. Come on. Sehr, sehr grün ist es. Es wird Türkei. Wir haben noch kein einziges Pack gesehen, wo wir Gewinn gemacht haben. Ne? Yazizi ist am Start. Und ich glaube, wenn mich nicht gar alles täuscht, müsste das sogar der günstigste sein. Mit 62.000. Golovin ist sogar noch günstiger. Aber das ist halt leider nicht das, was er sehen möchte. Ja. Deswegen Kopf hoch und vielen, vielen Dank trotz alledem fürs Öffnen. Liebe geht raus. Bekommen wir jetzt endlich mal den allerersten Spieler mit wenigstens ein wenig Gewinn. Das würde mich persönlich schon sehr, sehr freuen. Was anderes habt ihr Jungs auch nicht verdient. Deswegen gehen wir rein ins nächste. Weg zum Ruhm-Pack. Und das wird ein deutscher Spieler werden. LMO, das ist Gnabry. Und es hätte sogar Havertz sein können. Aber mit Gnabry machst du bei diesem Pack keinen Verlust. Wir haben hier einen Preis von 265.000 Münzen ungefähr. GG, ich freue mich, dass wir endlich mal was anderes gesehen haben, dass wir endlich mal ein Pack hatten. Ne? Mit Gewinn, klar, mit Havertz 1,78 Millionen wärst du vielleicht noch ein Stück weit besser gefahren, Rashi. Aber trotz alledem, man muss es sagen, es ist kein Verlust und das ist schon mal sehr, sehr positiv. Und er passt, Jungs, er passt einfach
perfekt in dieses Team rein. Holy moly, wie geil ist das denn? Let's go, GG. Okay, Boys and Girls, wir haben jetzt, wir können positiv denken. Wir haben einen Gewinn gesehen. Jetzt machen wir direkt weiter mit dem sechsten Pack. Und wir werden ziehen. Delikt ist das. Ja, okay, vom Rating her sehr, sehr gut. Mit 94. Ja, die Niederländer haben ja gestern Abend noch gespielt. Ich weiß gar nicht, wie viel sie gespielt haben. Dadurch könnte er ja vielleicht auch vom Preis nochmal angestiegen. Dein 195k kostet der Junge her. Und er soll sich nicht schlecht spielen lassen. Klar, er passt nicht in die Meta rein. Und zum anderen aber kann er natürlich noch steigen. Sobald Niederlande 3 Siege holt, kriegt er eine 96. Und dann ist das natürlich eine sehr, sehr geile Karte. Selbst wenn du die nicht spielst, kannst du ihn in der SBC abgeben. Und deswegen nimmst du den mit. Das geht noch halbwegs in Ordnung. Das muss man sagen. Und ist immer noch besser als Yazizi. Oder vielleicht zum Beispiel auch, ja, ein Zakaria. Come on, Luis ist am Start. Der öffnet mittlerweile auch so unfassbar oft bei uns seine Packs. Und wir hoffen natürlich, dass Luis als HSV-Fan, ja, hier was richtig, richtig Starkes bekommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden wieder einen Deutschland-Spieler sehen und es ist Back-to-Back Gnabry. Es ist Back-to-Back Gnabry. Wir müssen positiv denken. Es ist ein Win. Es ist gut. Du machst keinen Verlust und du kannst mit ihm natürlich einiges anstellen und so oft siehst du den halt gefühlt eigentlich auch nicht. Also ich sehe den sehr, sehr selten auch in irgendwelchen Player-Picks und so weiter. Und gerade für uns deutsche Nationalmannschaft, Hoffnung ist da, dass wir das Ding gewinnen. Gnabry nimmst du mit. Stark. Wir sind bei Nummer 8, 9, 7. Ich weiß nicht, wo wir angekommen sind. Ich glaube, Mainz wird dann irgendwann das 10. wert, ne? Nur, ich warte jetzt hier den Kai King Havertz für dich. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du ziehen wirst. Wir lassen es krachen. Komm schon, mein Lieber. Komm schon, komm schon, komm schon, Noah. Dir sei alles gegönnt, bitte. Er bringt uns Frankreich. Stürmer. Wer ist? Das ist Griezmann. Noah, oh mein Gott. Er zieht doch Freispieler Griezmann. Was? 3,14 Millionen. Noah ist da. Let's go. Big. Das Schlimme eigentlich, Jungs, ist, jeder von uns will den vielleicht von Anfang an spielen. Das wird bei Noah halt nicht passieren. Ja, der geht auf die Bank. Aber Griezmann ist so big. GG, mein Lieber. Freut mich riesig, 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 riesig für dich. Okay, wir sind dabei. Also, jetzt wird es halt kritisch. Also, den Griezmann noch zu toppen, das geht nur noch mit Vinicius Junior. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das nächste Pack uns bringt. Es wird Belgien, es wird Mittelstürmer, es wird Hazard. Ja, Belgien ja mit dem zweiten Sieg gestern sehr, sehr gute Möglichkeiten, dass Hazard das Upgrade auf plus 2 bekommt. Für mich als BVB-Fan unfassbar big. Deswegen ein dickes GG. Das Upgrade auf 92 wird meiner Meinung nach definitiv kommen. Und damit bist du sehr, sehr gut gewappnet. So, wir machen weiter mit dem nächsten. Und zwar kommt das gute Stück, das schöne Pack von Erik. Ja, mal gucken, was Erik zieht nach Griezmann. Ja, da kann einiges. Ja, deutsche Stürmer. Oh mein Gott, gib ihm doch Havertz. Wenn er ihm Havertz gibt, das wäre so geil gewesen. Aber Gnabry sind wir jetzt zum dritten Mal. Das geht auf jeden Fall auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, es ist eine geile Karte. Vielleicht haben wir Glück. Deutschland wird Europameister. Deutschland holt noch 6 Siege. Und dann hat er einfach 5-5. Und ein 96er Rating, glaube ich. Aber Gnabry, muss ich persönlich sagen, geht definitiv in Ordnung. Okay, Kai, mein Lieber, jetzt ist er am Start. Los und hol was raus. HSV-Fan durch und durch, man muss es so sagen. Absolutes Top-Talent, was Trading angeht. Da brauchst du den Gudowin auch nicht, Kai. Weil im Endeffekt, sind wir mal ehrlich, du tradest dir sowieso jeden einzelnen Path to Glory-Spieler. Deswegen, Gudowin ist okay. Ja, das brauchst du sowieso, ne? Du hast schon ein gutes Team, das geht in Ordnung. Nee, im Endeffekt, Katastrophe. Katastrophenpack. Das Pack musste natürlich auch noch dabei sein. Ja, leider Gottes, Kopf hoch, mein Lieber. Ich denke, das soll es gewesen sein. Wir gehen zu meinen Rewards über und dann gucken wir mal an, was wir so schönes ziehen werden. Let's go. Machen wir weiter, Jungs. Die Gold 2 Rewards, die wir heute haben mit 2 roten Player Picks, können natürlich knallen. Ich habe nicht so viele kranke Sachen gesehen, aber wir kriegen 2 rote Player Picks mit 89 mindestens gesamt. Wir lassen uns überraschen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir ziehen werden. Hey, ich nehme alles mit, was geht, alles, was gut ist. Würde ich nicht nein sagen. Lautaro Martinez in Rot, Sabitzer Angelino. Und wir gehen natürlich mit dem 94er Martinez. Ja, den haben wir zwar schon im Garantierten gezogen.
Aber in Rot sieht er einfach nochmal ein Stück weit besser aus. Und wir haben ja auch den Inter-Mailand-Spieler Lukaku in Rot. Deswegen eine gute Doppelkombo. Nummer 2 wird werden in 3, 2, 1. Oh, Benjetta! Oh mein Gott, was? Okay, jo. Ich glaube, unsere roten Player-Picks werden von Woche zu Woche besser. 1,2 Millionen. Er ist Star-Chat. Benjetta. Orsic noch als gute Auswahl plus Oblak. Moin Meister, ich bin's. Wie ist dein Benjetta? Let's go. Oh mein Gott. Das ist halt richtig, richtig big. Let's go. Machen wir weiter mit unserem Weg zum Ruhm. Upgrade Laborde als Team of the Season geht rein. Den haben wir untrade. Genauso wie den restlichen Teil der Mannschaft, wie ihr schon sehen könnt. Alles Mögliche ist untrade. Kanté, Laporte, Alisson. Nehmen wir mit. Was dürfen wir nicht ziehen? Eigentlich relativ simpel. Ich habe schon Verratti. Ich habe Hazard. Ich habe keine Ahnung, wen ich noch habe. Ich bin gerade überfragt. Wen haben wir noch? Wir gucken mal ganz kurz nach. Wen dürfen wir nicht ziehen? Eigentlich relativ simpel. Hier Spieler. Hazard, Golovin, Verratti und De Ligt. Das sind die einzigen vier, die wir schon haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir gehen rein in die ganze Sache. Wir starten rein mit unserem Weg zum Ruhm Team 1 Spieler. Wir starten in 3, 2, 1. Let's go. Abfahrt ist angesagt. Und das müsste dann, glaube ich, das 10. sein. Und wir ziehen folgenden Spieler. Bitte kein Duplikat hier. Bitte nicht. Es wird Golovin werden. Okay, ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Ja, passt zu unserem roten Benjetta. Ja, da gut, da haben wir tüchtig tief in die, ihr wisst, was ich meine. Es war kein gutes Pack. Darüber brauchen wir nicht reden. Kommt in die nächste SBC. Und damit soll es das von dem Video gewesen sein. Lasst mich gerne wissen, was ihr gezogen habt. Liebe geht raus an jeden Einzelnen, der hier geöffnet hat. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.